Guten Morgen. Heute gibt es Schauspielunterricht und zwar Grundlagenunterricht, Duo. Und das ist sehr spannend, weil wie gehen zwei Menschen miteinander um? Grundlagenunterricht heißt, wir arbeiten heute nicht an den Rollen, sondern wir arbeiten an den Ausdrucksmitteln. Die Ausdrucksmittel des Schauspielers sind sehr vielfältig. Das ist einmal die Sprache, der Körper, die Mimik, die Gestik, die Körpersprache, die Haltung. Und so weiter. Das ist ganz viel, was den Menschen, die zuschauen, vermittelt, was will der Mensch uns sagen, und zwar nicht allein über den Text, sondern über seine Ausdrucksfähigkeit. Wir werden uns heute mit dem Thema Status beschäftigen. Das ist natürlich auch etwas, was im richtigen Leben passiert. Status wird unterschieden in Hochstatus und Tiefstatus. Wenn zwei Menschen einander begegnen, sind die meist automatisch in einem der beiden Statuen, Statusse, Status, der Status, die Staaten, weiß ich nicht, nehmen einen von den beiden Status, den Hochstatus oder den Tiefstatus ein. Der Tiefstatus ist der Untergeordnete, der Hochstatus ist der Dominierende von den beiden. Könnte auch sagen Opfer und Täter, also wenn es extrem gesehen wird. Das gibt es auch in der Astrologie, da nennt man das gehemmt kompensiert, also gehemmt wäre der Tiefstatus. Kompensiert wäre der Hochstatus und im richtigen Leben könnt ihr auch mal sehen, wie Menschen sich verhalten durch den Körperausdruck, durch die Stimmführung, durch die Art und Weise, wie jemand sich verhält, wird er sofort vom Gegenüber eingeordnet, habe ich es hier mit jemandem im Hoch- oder im Tiefstatus zu tun und automatisch übernimmt der andere die Gegenrolle. Weil alles im Leben energetisch, und jetzt sind wir auch schon wieder bei der Energiearbeit, sich ausgleicht. Ist das nicht spannend? Hochgradig, oder? Beobachtet euch mal, nehmt ihr eher den Hoch- oder den Tiefstatus ein? Ne? Also zum Hochstatus gehört zum Beispiel eine laute Stimme, es direkt den anderen ins Auge zu blicken, Gesten zu machen, die ausgreifend sind, den anderen auch mal anzufassen, dem auf die Schulter zu klopfen, etc. Zum Tiefstatus, man fasst sich selber an, man zupft an seinem Kleidung rum oder man fährt sich mit der Hand über die Haare, man senkt den Blick eher, man hält sich eher geduckt und man spricht eher leise oder hoch. Das sind so ein paar der Ausdrucksmittel. Es gibt viel, viel mehr. Interessant, beobachtet euch mal, beobachtet mal die anderen. Alles Liebe für euch. Heute kann man sehen, dass alles, was ich arbeite, ob es Theaterarbeit ist, Schauspielcoaching, Präsenztraining, Energiearbeit, Therapie, Körpertherapie oder auch Astrologie, alles hängt miteinander zusammen. Alles Liebe für euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag.